Ach ja, die schöne alte Zeit. Könnte man sie nur zurückholen. Heute in der Buchung 30 mit der Bischofsen Fahrzeug. Jetzt hat es aber Empfang mit dem CubeCon. Damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video aus der Cube'schen Programmierschmiede, könnte man fast so sagen. Und ihr habt ja schon gesehen, um was es heute geht. Es geht heute um CTC in Minecraft. Ja, ich habe mich diesem Ganzen mal eingenommen und habe das programmiert. Das Ganze ist so ein bisschen auch mein Herzstück. Und das Ganze ist ein Minecraft-Plugin geworden. Und ich möchte euch einfach in diesem Video heute das euch vorstellen und das euch doch am Ende quasi zum Download anbieten, dass ihr das Ganze einfach mal testen könnt, damit ich quasi Feedback bekomme und das Ganze verbessern kann, denn es befindet sich noch im Beta-Stadium und es ist quasi so eine offizielle Beta und ihr dürft daran jetzt teilnehmen als treue Zuschauer. Und ja, ich möchte das Video quasi einfach heute mal nutzen, um da eine kleine Anleitung für dieses Plugin zu geben, damit ihr auch wisst, wie ihr das benutzt. Und nicht einfach so drauf los und dann, und das funktioniert, sondern einfach einen Plan habt, aha, so müsste das funktionieren. Und dann einfach auch Spaß haben könnt, im Idealfall natürlich. Und ich möchte das Ganze auch so ein bisschen gliedern, indem ich jetzt am Anfang kurz das Spielprinzip erkläre und dann quasi nach und nach auf die ganzen Funktionen eingehe. Ja, ich denke mal, das Spielprinzip ist eigentlich recht klar. Es ist halt Capture the Cube oder Capture the Base, oder wie man das nennen möchte. Man muss einfach den gegnerischen Wallblock klauen, zu sich in eine Base bringen, auf den schwarzen Block platzieren, auf den schwarzen Worldblock, und dann hat man 10 Sekunden Zeit quasi, den zurückerobern, und wenn das nicht passiert, wird er zerstört und da muss man noch die anderen Spieler töten und dann ist das Team ausgeschieden und ja, quasi das Ziel ist halt, seinen eigenen Cube zu verteidigen und die anderen zu erobern und auszuschalten. Das ist eigentlich das Spielprinzip, recht simpel. Und ja, ich habe das Ganze so gelöst, wir können jetzt hier mal ganz kurz reingehen, dass es quasi drei Teams gibt, logischerweise, also wie in dem YouTube-Projekt auch. Und ich habe das aber so gelöst und so gelöst und auch so gelöst, dass man quasi die Voltblöcke als Cubes hat und die Erze als Base. Das heißt also, Team Rot hat ein Redstone-Erz als Base, Team Blau hat ein Lapis-Lazuli-Erz als Base und Team Grün, hoppala, logischerweise ein Emerald-Erz. Und wie gesagt, jedes Team hat dann ein Baseblock in der jeweiligen Farbe und einen schwarzen Voltblock, um jeweils die anderen Bases darauf dann zu platzieren und zu erobern. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spielprinzip. So, um jetzt die ganzen Befehle und Features zu zeigen, habe ich mich mal ganz schnell an einen anderen Ort begeben, und zwar befinden wir uns hier im Spawn der Welt. Warum das so wichtig ist, werde ich euch gleich noch erklären. Schauen wir uns erstmal die Befehle an. Wie ihr die Befehle angezeigt bekommt, zeige ich euch auch schnell. Mit Help, dann bekommt ihr alle Plugins angezeigt, die ihr installiert habt. Wenn ihr jetzt Help und dann Plugin-Name angibt, dann bekommt ihr die jeweiligen Befehle des Plugins. Und ihr seht, es ist ganz simpel gehalten. Ein Befehl zum Starten und Stoppen des Spiels, ein Befehl zum Betreten eines Teams, ein Befehl zum Verlassen eines Teams, ein Befehl, um einen Team-Chat zu aktivieren oder deaktivieren, ein Befehl, um nachher den Spawn zu setzen im Spiel für das Team, und einen kleinen Testbefehl, der noch aus der Entwicklung übrig geblieben ist. Also wie gesagt, nichts Großes, nichts Kleines, aber ja, das Notwendigste halt. So, nachdem wir nun die Befehle abgeklärt haben, kommen wir zum nächsten wichtigen Bestandteil eines Plugins, der Config-Datei.
In der Config-Datei könnt ihr einstellen, wie lang die Bauzeit sein soll, ob 30 Minuten, 60 Minuten, 5 Minuten, keine Ahnung, 15 Minuten, wie ihr lustig seid. Die Größe der World Border, die markiert euren Spielbereich und ganz wichtig, 4 Spawnpunkte innerhalb der World Border. Warum ist das so wichtig? Weil beim Spielstart die Teams auf diese 4 Punkte random verteilt werden, das einfach quasi... Ja, dass da so ein bisschen random drin ist. Ich habe jetzt 4 genommen, weil die World Border 4 Ecken hat und idealerweise verteilt man das dann. Aber ihr müsst eben diese Koordinaten manuell in dieser Config-Datei eintragen, bevor ihr das Spiel starten könnt. Und eben ganz wichtig ist auch dann erst eintragen und dann den Server reloaden, restarten, wie auch immer. Und dann könnt ihr das Spiel auch erst starten. Davor funktioniert das Ganze nicht. Ja, rein theoretisch könnt ihr jetzt auch schon starten und selber spielen, denn ihr wisst jetzt die ganzen Befehle, ihr wisst das Spielprinzip, ihr wisst, was ihr vorher in die Config eintragen müsst, bevor ihr das Spiel starten könnt. Und trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz mal kurz zeigen, wie so das Ganze ablaufen könnte. Und dazu habe ich mir meinen Freund schnell geholt, damit man das Ganze auch zeigen kann, weil allein 2 Teams zu machen ist ein bisschen blöd. Oh. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe eigentlich gar keine Freunde. Da muss es halt mein zweiter Account erhalten. Hahaha. Künstelter Witz. Ja, ich habe hier meinen zweiten Account schnell geholt, um den dann jetzt kurz in ein anderes Team joinen zu lassen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ganz kurz. Wir joinen jetzt in unsere Teams. Ich bin jetzt rot. Ich tappe jetzt ganz kurz raus. Ich hoffe, das geht. Mein Kollege ist jetzt grün. Ich hoffe, er hat jetzt weiter aufgenommen. Sieht aber gut aus. Ihr seht das jetzt schon, es wird jetzt erst über dem Kopf geupdatet, wenn wir das Game starten. Ich würde sagen, wir starten das jetzt. Und wo ist mein Kollege? Da hinten, und ihr seht, der Name ist grün. So, also ihr seht jetzt auch schon, die Namen haben sich jeweils der Farbe auch angepasst. Und auch über dem Kopf wird die jeweilige Farbe so angezeigt. So, jetzt ist das passiert, was ich euch schon erzählt habe. Nämlich, es gibt eine World Border, die jetzt gesetzt wurde um den Spawnpunkt herum der Welt, und die Teams wurden in die jeweiligen Ecken oder Koordinaten, beziehungsweise ja, Koordinaten, die ihr da eingetragen habt, in die Config teleportiert, total random. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal so einfach mal kurz durchspielen. Wir setzen jetzt hier unseren Spawnpunkt, das Ganze machen wir mit Set Spawn, und das Ganze mache ich jetzt ganz kurz auch nochmal bei meinem anderen Teammate oder bei meinem zweiten Account, und ihr seht das auch schon, oder ihr seht das nicht, aber ihr seht das hier auf jeden Fall. Aha, wir haben hier einen Spawn, und ja, auf diesem Spawn sind jetzt hier so Mob-Spawner-Partikel passend dazu und eine Kiste mit unseren Materialien. Die Kiste können wir danach abbauen, wenn wir das rausgenommen haben, und ihr werdet es auch schon bemerkt haben, rechts ist ein Scoreboard, das den Status anzeigt von den ganzen Cubes. Das heißt also, ihr habt immer im Blick, wo ist der Cube gerade, was ist mit dem Cube, und ihr habt auch die Bauzeit im Blick immer. Ist halt die Frage, ob man das so lösen soll. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal so gelöst. Ich finde es eigentlich recht cool. Und ja, ihr seht hier unseren Spawnpunkt. Wenn wir jetzt aber sagen, hey, das ist scheiße, wir wollen hier den Spawnpunkt setzen, dann können wir das natürlich nicht machen. So. Was machen wir, nachdem wir den Spawnpunkt gesetzt haben, nachdem wir unseren ganzen Materialien bekommen haben, setzen wir den jetzt einfach mal. Ihr solltet ihn natürlich schlauerweise vielleicht ein bisschen verstecken, ein bisschen einbauen. Wir machen das jetzt nicht. Wir setzen hier unseren Spawn, unsere Base, unseren Cube, und setzen auch unseren schwarzen Wallblock hier einfach mal hin. Auf diesem Wallblock können wir die Base, die geklauten Base von den anderen Teams erobern. So, das Ganze mache ich jetzt mal ganz kurz noch drüben. Ein zweiter Account, ihr werdet jetzt gerade nichts sehen. Aber ihr werdet es gleich sehen im Scoreboard, nämlich. Nehmen wir jetzt hier nämlich, zack, wir haben unseren Ding gesetzt. Aber das seht ihr jetzt natürlich nicht, das ist blöd, das jetzt zu sagen. Aber jetzt habt ihr gesehen, im Scoreboard hat sich das verändert. Und die Hunde draußen, die meinen gerade ein Konzert abgeben zu müssen, finde ich cool, dass die das Plugin auch so feiern wie ihr oder wie ich. So, ich habe jetzt also alles für meinen zweiten Account vorbereitet. Und ihr seht jetzt da hinten, aha, der hat die Base. Er hat auch einen Spawnpunkt sich hier hingesetzt. Und er hat hier auch die Base. Wir können das Ganze jetzt mal ganz kurz approven, wenn wir den jetzt hier töten. Zack, zack,
zack. Zack. Und ganz kurz respawn. Dann seht ihr, spawnt der hier am Spawnpunkt wieder. Jetzt ist er aber gerade unaufmerksam. Und jetzt wollen wir hier den Cube klauen. Jetzt gehen wir dazu mal in Survival Mode. Er checkt sich. Er ist gerade AFK, wie immer. Hm, blöd. Geht nicht. Was ist los? Ich habe das Ganze mal ein bisschen spannender machen wollen und habe das so gemacht, dass man Wolle nur mit einer Schere abbauen kann. Zack. Geklaut. Aufgesammelt. Und jetzt können wir abhauen. Der checkt's einfach nicht. Mann, ist der dumm. Hauen jetzt hier ab und setzen diesen Wollblock hier hin. Und zack. Seht ihr, es hat sich verändert. Es läuft ein Countdown runter. Und bumm. Der Cube ist zerstört. So, ja, jetzt ist der immer noch AFK. Wir gehen wieder rüber zu ihm. Denn er ist immer noch da und er nervt uns. Und wir wollen ja gewinnen. Und um das jetzt zu machen, müssen wir unseren lieben AFK-Idioten noch töten. Zack. Zack. Getötet. Und ich respawn jetzt mal ganz kurz. Und ihr seht, aha, Team Rot hat das Spiel gewonnen. Und ihr seht noch was. Wir haben hier den Kopf gedroppt bekommen als kleine Trophäe. Und ihr seht auch im Scoreboard rechts, aha, Team Grün ist ausgeschieden. Und da Team Blau ja nicht mitgemacht hat, haben wir logischerweise jetzt auch gewonnen. Und das war noch so ein kleines Feature, das ich eingebaut habe. Wenn man quasi einen Spieler tötet und der dann ausscheidet, dann bekommt man den Kopf von ihm als kleine Trophäe. Ich kann mir das jetzt auch aufsetzen. Juche, juche. Und das Spiel ist gewonnen. Ja, so läuft das ganze Spiel, so kann es laufen. Es ist eigentlich, wie gesagt, Capture the Cube. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Und ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht schon 1.9 Server und denkt sich, hey, cool, will ich mal ausprobieren. Hat ein paar Kumpels. Ist ja jetzt Wochenende. Gutes, schönes Wetter. Sollte man vielleicht nicht unbedingt drin hocken, aber Gamer hocken immer drin, bei egal bei welchem Wetter. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist noch in der Beta-Phase, aber ich würde mich über Feedback freuen. Und ihr könnt auch gern sagen, hey, ich hätte das so oder so gelöst. Und sagt, hey, das Scoreboard, das stört total. Wenn man die ganze Zeit hier so ein riesen Scoreboard hat, das stört total. Und dann bitte gibt mir solche, also einfach Rückmeldung geben, hey, das würde ich besser machen. Weil ich bin jetzt hier also an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich habe jetzt all meine Ideen eingebaut und bin da so ein bisschen auf euch angewiesen, damit ich nachher einfach ein Plugin habe zum Veröffentlichen, wo ich einfach sagen kann, hey, das macht Bock, das ist cool. Und das würde mich einfach freuen, denn man programmiert ja nicht für sich, sondern einfach um andere damit, ja, was Spaß zu bereiten, wie auch immer man das nennen mag. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dahin, gebt euch wohl, euer CubeCon LP. Und bewerten nicht vergessen. Beziehungsweise Feedback geben.